Ciao, mein Name ist Covid-19, aber ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Coronavirus. Entschuldigt mich für mein vorwarnungsloses Erscheinen, aber es liegt nicht in meinem Erstreben, euch wissen zu lassen, wann ich erscheine, in welcher Form und Stärke. Warum ich hier bin? Nun, sagen wir, ich bin hier, weil ich es leid war. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch zurückentwickelt, anstatt aus dem, was euch gegeben wurde, was Gutes zu machen. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch kontinuierlich mit euren eigenen Händen zerstört. Ich war es leid zu sehen, wie ihr diesen Planeten behandelt, wie ihr euch gegenseitig behandelt, eure Gewalt, eure Kriege, eure zwischenmenschlichen Konflikte, eure Vorurteile. Ich war müde von eurer Heuchelei, eurem sozialen Neid, eurem Egoismus. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch und euren Familien widmet. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr oftmals euren Kindern schenkt. Ich war es leid zu sehen, wie viel Wert ihr den oberflächlichen Dingen schenkt. Und wie wenig Interesse ihr an den wichtigen, essentiellen Dingen zeigt. Ich war es leid zu sehen, wie ihr ständig nach dem schönsten Kleid, dem neuesten Handy und dem schnellsten Auto sucht, nur damit ihr euch realisiert fühlt. Ich war es leid zu sehen, wie sehr ihr euch hintergeht und desinteressiert miteinander umgeht. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch nehmt, um miteinander zu kommunizieren. Eure kontinuierlichen Lamentelen, eure ständige Unzufriedenheit und dafür rein gar nichts zu tun, um es zu ändern. Ich weiß, ich bin hart mit euch. Vielleicht zu hart. Aber ich schaue niemand ins Gesicht. Denn ich bin ein Virus. Was ich euch zeigen will, ist einfach. Ich wollte euch eure gesellschaftlichen Limits zeigen, mit denen ihr lebt, damit ihr sie ein für alle Mal beseitigen könnt. Ich habe extra alles zum Stillstand gebracht, weil ich will, dass ihr ab jetzt all eure Energie für das einzig Wichtige nutzt. Ganz einfach. Das Leben, euer Leben und das eurer Kinder, es zu teilen, zu streicheln, zu behüten. Ich wollte euch mit Absicht eingeschlossen, isoliert in euren Häusern, getrennt von euren Eltern, euren Großeltern, Kindern oder Enkelkindern, damit ihr endlich versteht, wie wertvoll eine Umarmung ist, der menschliche Kontakt, ein Dialog, ein Händedruck, ein gemeinsamer Abend mit Freunden. Ein Spaziergang im Park an der frischen Luft. Das muss der neue Anfang sein. Ihr seid alle gleich. Ihr seid alle gleich. Macht bitte keine Differenzen zwischen euch. Ich bin nur auf der Durchreise. Aber der Zusammenhalt und das Gefühl der Liebe, der Zusammenarbeit. Ich habe es in einer so kurzen Zeit erreicht. Aber es soll für die Ewigkeit halten. Lebt eure Leben so einfach wie nur möglich. Geht langsam. Atmet tief. Tut Gutes. Genießt die Natur. Tut, was euch gefällt und erfüllt. Wenn ihr wieder anfangt zu leben, zu feiern, werde ich schon fort sein. Aber vergesst niemals nur bessere Menschen zu sein, wenn ich präsent bin. Ciao.